Sie schockten die ganze Republik. Als nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, haben Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt das Land über 17 Jahre tyrannisiert. Von den Behörden scheinbar unbemerkt. Buchvorstellung in Berlin. Weltherausgeber Stefan Aust und Co-Autor Dirk Labs haben geladen. Der Titel: Heimatschutz, der Staat und die Mordserie des NSU. Die Kernthese? Nicht aus Dummheit wurden Akten geschreddert und Informationen seitens des Verfassungsschutzes zurückgehalten, sondern aus Kalkül. Die Szene war wirklich durchsetzt von V-Leuten. Wir haben, glaube ich, inzwischen 2 Dutzend V-Leute identifiziert, die in dieser Szene waren. Das ist auch die Aufgabe des Verfassungsschutzes, V-Leute in der Szene zu haben, um zu wissen, was in dieser Szene vor sich geht. Und wenn man sich die Abläufe von heute aus betrachtet ansieht, dann kann man eigentlich nicht zu dem Ergebnis kommen, dass man so ahnungslos war, wie man heute tut. In den Mittelpunkt ihres Buches rücken Aust und Labs Beamte wie ihn. Klaus-Dieter Fritsche, der 2012 eine bemerkenswerte Äußerung machte, die zunächst kaum bemerkt wurde. Der langjährige Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist im Zusammenhang mit dem Schreddern von Akten vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss aufgetreten und hat beklagt, wie jetzt die Geheimdienste in Verruf gekommen sind und hat es quasi als Dummheit untergeordneter Beamter mehr oder weniger skizziert, dass da Akten vernichtet worden sind. Aber am Ende hat er, glaube ich, aus Versehen die Wahrheit gesagt. Er hat nämlich gesagt, Staatsgeheimnisse dürfen nicht bekannt werden, wenn das Regierungshandeln unterminiert. Da frage ich mich, wo sind da die Staatsgeheimnisse, die man schützen muss, möglicherweise dadurch, dass man Akten schreddert. Fritsches Aussage ist nur eine der vielen Ungereimtheiten, denen Labs und Aust im Fall des NSU auf die Spur gehen. Dabei stoßen sie vor allem auf viele, viele V-Leute. Männer wie Beate Zschäpes Ex-Freund. Da sind noch ganz andere Personen unter V-Mann-Verdacht, wo auch ganz anderer Druck ausgeübt werden muss. Da ist die Bundesanwaltschaft natürlich eingebunden, das muss man sich mal vorstellen. Die sitzen da und sie sind dafür verantwortlich, dass Thomas Starke, der angeblich, wo denn dem das Bundesamt dann auch noch ein Zeugnis schreibt, damit er an einer bundeseigenen Rüstungsfirma arbeiten kann. Ne? Und 3 Jahre später ist er beschuldigt dann in dem einen der spektakulärsten Terrorismusverfahren in der Bundesrepublik. Aber das zeigt eben auch, das muss man auch klar sagen, was das Buch auch zeigt, was auch unsere These, glaube ich, ist, dass es gibt keinen sauberen Staatsschutz. Ganz neu sind die Erkenntnisse der Autoren nicht. Nur besser und präziser in Zusammenhang gestellt. Beobachter und Beteiligte erhoffen sich durch das Buch einen neuen Schwung in der Debatte. Ich glaube nicht, dass staatliche Stellen das bewusst unterstützt haben. Aber es gibt diese Rolle der V-Personen und ihre möglicherweise auch Unterstützung des NSU aufzuklären. Und das ist bislang noch nicht passiert. Deswegen brauchen wir am Ende nach diesem Buch, und das ist wahrscheinlich auch erst der erste Aufhänger, neuen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene. Diese absolute Geheimhaltung, was V-Leute anbetrifft, vielleicht sogar auch ehemalige V-Leute, war hier angesichts einer Mordserie mit 10 Opfern so nicht mehr zu rechtfertigen. Wie nah waren die Behörden wirklich am nationalsozialistischen Untergrund? Auf 800 Seiten versuchen die Autoren, die Geschehnisse um Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und die V-Männer zu rekonstruieren. Sie analysierten Geheimdokumente, Berichte des Untersuchungsausschusses und recherchierten auf eigene Faust. Schlussfolgerung ziehen Aust und Labs absichtlich nicht. Ich weiß nicht, wie nah man dran war, weil die Akten sind weg oder geschreddert. Ich weiß auch nicht, warum man so nah dran war, es trotzdem nicht erkannt hat oder was man erkannt hat. Da kann man theoretisieren, aber das wollen wir eigentlich in diesem Buch nicht tun, weil man dann leicht sozusagen zum Verschwörungstheoretiker wird. Das wollen wir nicht. Am 26. Mai erscheint das Buch Heimatschutz. Es dürfte eine spannende Lektüre auch in Sicherheitskreisen werden. Hoffentlich wird nicht auch dieser Bericht geschreddert.